Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer Fauxhiss 82 mit einem weiteren Steelbook-Unboxing-Video für euch. Und ich habe euch ja vor kurzem Guardians of the Galaxy Teil 3 vorgestellt in einem wirklich schlichten, normalen Steelbook. Und ja, ich bekam ein weiteres Paket noch von Amazon und da war nun das letzte Steelbook drin, was eben diese Reihe komplettiert hat in jeweiligen Steelbooks, nämlich die Scream-Reihe. Und eben Scream 3 kam nun auch in 4K Ultra HD in einem Steelbook raus. Ich will jetzt nicht sagen schicken Steelbook, denn das ist es auf jeden Fall nicht. Ja, so schaut es aus. Und jetzt muss ich wirklich mal fragen an Paramount eine ernst gemeinte Frage. Wer zum Geier hat dieses Steelbook bitte designt? Der soll sich bitte mit mir vorstellen. Dem hau ich das Steelbook um die Ohren. Jetzt ohne Scheiß. Wie kann man nur so aus der Reihe fallen mit einem Steelbook? Die komplette Reihe ist sonst schwarze Steelbooks, einigermaßen noch schöne Covermotive und einfach passt perfekt. Und jetzt kommt der dritte Teil im Steelbook raus, komplett in Rot und mit einem absolut grausamen Cover-Artwork. Unglaublich schlecht. Bitte, helft mir weiter. Fragt mich bitte jetzt nicht, warum das so geschehen ist. Wir gucken uns mal alle mal an. Also hier haben wir erstmal hier das Steelbook zum ersten Teil. Schlicht, schwarz, ist okay. Auch keine Prägung, ist alles mir wurscht. Aber es passt einigermaßen doch ganz gut. Der zweite Teil fand ich wirklich hier mega stark. Auch hier wieder Maske mit Maske drauf. Auch das wirklich perfekt. Passt perfekt, das Steelbook, 4K Steelbook. Gefällt mir auch richtig gut. Auch hier mit dem Schriftzug hinten drauf. Schön. Dann kommt das dritte Teil. Und dann haben wir eben Scream 4 eben hier noch das alte Blu-ray Steelbook. Auch das war noch cool. Mit sogar noch mit Prägung. Auch das auch sehr schön hinten drauf. Okay, haben wir jetzt kein Bild drauf. Eben hier eben den kompletten Text. Wurscht. Dann Scream 5 oder eben nur Scream genannt. Auch das schaut doch ganz gut aus. Ist auch nichts Dramatisches, nichts Bahnbrechendes, aber es passt. Oder auch Scream 6 mit diesem Motiv. Auch das passt sehr gut. So, und jetzt kommt das. Ein rotes Steelbook. Ein rotes Steelbook. Wir probieren es mal aus. Ja? Wir setzen jetzt mal in die Mitte der Reihen. Scream 2, Scream 4. So. So. Und jetzt schaut die komplette Reihe dann so aus. Ja, ist doch wirklich toll. Passt doch wunderbar wieder zusammen. Ja, das einzige Positive, was ich erwähnen muss, ist, dass wirklich ja, die Titel auf dem Spine doch einigermaßen mittig sind. Aber natürlich, ja, das Scream 3 Text ist natürlich hier der schwarz gemacht. Man hätte es auch in weiß halten können, damit es einigermaßen das noch zusammenpasst. Aber nein, das ist jetzt schwarz. Also bitte, Paramount, bitte helft mir weiter. Schickt diesen Praktikanten-Designer bitte einfach in die Wüste und holt euch anständige Leute, die das auch wirklich können. Weil das ist einfach nur wirklich grausam. Natürlich, man will das Steelbook auch haben, weil es ja gut zusammenpasst, zumindest weil es auch ein Steelbook ist, um die komplette Reihe zu komplementieren. Ja, habe ich es auch geholt. Ja, eben Scream 3 hier im 4K Ultra HD Steelbook erstmals in 4K auch erhältlich. Und ja, in diesem wirklich nicht passenden Steelbook von Paramount. Wie seht ihr das denn? Bin ich da vielleicht komplett anderer Meinung? Ist ja möglich, weil wieder hier eine geistige Umnachtung ist ja möglich, ja. Ja, wir machen mal die Folie runter und dann schauen wir uns mal das Steelbook noch mal ganz genau an. Vielleicht gibt es hier die inneren Werte noch was her, die wirklich ganz toll sind. Bisher sehe ich schon mal keine Prägung. Also diese Möglichkeit ist schon mal hier ausgeschlossen. Und würde man sagen, damit geht es dann direkt auch in die Ego-Perspektive und bis gleich. Und da sind wir auch schon in der Ego-Perspektive mit dem Scream 3 Steelbook von Paramount Pictures. Und ja, das Steelbook ist wie gesagt ein
kein wirklicher Hingucker, muss man sagen. Aber ich habe jetzt hier was festgestellt, und zwar hier im Auge ist auf jeden Fall hier schon mal der Ghostface zu sehen. Das ist schon mal eine coole Gimmick, wie ich finde. Aber mehr auch nicht. Wenn man schon so ein schlechtes Steelbook gemacht hat, hätte man hier auch wunderbar eine Prägung machen können. Allein schon die komplette 3 hätte man hier prägen können. Und noch der Schriftzug, es wäre wirklich verdammt geil ausgesehen. Dann hätte ich auch nichts gesagt mit dem anderen Design. Aber wir haben hier wirklich nur ein schlichtes Steelbook ohne Prägung, ohne Stanzung, ohne Glanzeffekt, gar nichts weiter. Und das ärgert mich schon ein bisschen ganz schön sehr. Auch das Steelbook ist hier wie gesagt matt gehalten. Wirkt aber in echt wesentlich dunkler als hier vor der Kamera und ist auch hier wieder mit Klebepopeln befestigt. Und wie ich wahrscheinlich auch feststellen werde, werden auch hier ein paar Rückschnitte dran sein. Es ist auch extrem fest drauf gedruckt. Es ist wirklich fest drauf drin. Alter, Wahnsinn. Wie kann man nur das so festmachen? Wir machen mal die Banderole runter. Wahrscheinlich oben zerreißt mir jetzt, was oben genau in der Mitte ist. Aber es geht dann doch ganz gut ab. So, okay. Wir gucken uns erstmal kurz die Banderole an. Ihr seht hier schon, die FSK 16 ist wieder hier aufgedruckt. Kein Aufkleber drauf, sondern wieder auf der Banderole drauf. Ansonsten haben wir hier nichts weiter drauf stehen. Hier oben nochmal eben Scream 3 und das 4K Ultra D Logo und das Blu-ray Disc Logo. Und hier eben dann auf der Rückseite. Der schrecklichste Schrei ist immer der letzte, ja, wenn es das damals gewusst hätte, dass es wirklich der letzte ist. 3,5 Jahre sind seit den letzten grauhaften Morden vergangen. Sidney Prescott versucht, ein ganz normales Leben zu führen. Inzwischen beginnen in Hollywood die Dreharbeiten zu Stab 3 oder Step 3. Einen Film über die Woodboro-Morde. Aber auf dem Set schlägt der Maskete-Killer wieder zu. Er hat es auf Sydney abgesehen, diesmal endgültig. Sydneys Albträume werden wahr. Um sie aus ihrem Versteck zu locken, legt er eine blutige Spur. Ihr alter Freund Dewey und Sensationsjournalistin Gail Rathoff sind zur Stelle, doch der blutbrutale Killer hält sich nicht an das Drehbuch. Ja, ihr seht also einen Film im Film, wie auch schon bei Nightmare on Elm Street Teil 7, was auch ganz grausam war, wie ich finde. Einmal hier das Bonusmaterial und eben hier dann die Credits. Und der Film geht 117 Minuten auf 4K-Disc und auch auf der Blu-ray-Disc. Und wir haben hier UHD, HDR Dolby Vision auf 4K Ultra HD. Und wir haben hier Deutsch, Französisch in Dolby Digital 5.1 Surround Sound. Und Untertitel ebenfalls hier einiges dabei auf der 4K-Disc, auf der Blu-ray eben nur Deutsch. So, wie schon mal zu der Banderole und jetzt gucken wir uns mal echt dieses wunderschöne Steelbook an. Nicht, ich habe verhustet halt schon wieder. Ja, also ihr seht schon, das Steelbook ist halt einfach schlicht gehalten. Wenn es hier eine Prägung gehabt hätte, hätte ich gerne mal so viel schimpfen müssen, aber es ist halt wirklich komplett, es ist halt wirklich, wirklich nicht wirklich schön. Mehr auch nicht, kann ich auch gar nicht mehr sagen. Es ist halt eine 3 drauf gedruckt und wirklich das größte Highlight von diesem Kaffeemotiv ist hier wirklich das Auge, wo im Ghostface zu sehen ist, als Spiegelung. Das ist wirklich sehr cool gemacht, aber ansonsten halt eben hier eine große weiße 3 und dahinter eben als Gesicht mehr nicht. Ja, rein sogar. Einmal hier eben dann der Spine. Scream 3 in schwarz geschrieben. Wir haben ja vorhin schon uns die Steelbooks angeguckt. Alle sind weiß, nur das hier natürlich nicht. Hier hinten drauf passt natürlich wieder sehr gut zu einem anderen Steelbook. Ja, das passt hier. Aber dafür alles andere halt nicht. Ne? Ja. Also schon mal hier ein riesengroßer Fail an Paramount für dieses Design. Ich denke mal, es hätte auch wunderbar was anderes gegeben können, wo auch ein schwarzes Motiv gewesen wäre für Scream 3. Aber nein, wir müssen hier was Neues wieder machen. Da haben wir eben das Miramax-Logo und das Paramount-Logo hier unten. Und ihr schlagen jetzt hier das Steelbook mal komplett auf. Und so schaut das Steelbook von außen aus. Wie gesagt, es ist einfach nicht wirklich schick geworden. Innen drin, muss ich wirklich sagen, das Highlight dieses Steelbooks. Eben hier mit den Hauptcharakteren aus dem Film. Einmal hier dann die 4K-Disc in schwarz, wie es man so kennt von Paramount, ohne weiteren Aufdruck. Und einmal dann die Blu-ray-Disc, diese schaut hier so aus. Auch recht schlicht gehalten, wie auch das ganze Steelbook. Und dann haben wir hier eben dann die Hauptcharaktere aus Scream 3.
Muss ich wirklich sagen, das ist wirklich sehr schön geworden. Passt auch zu den anderen. Aber dafür, wie gesagt, nichts weiter passt hier an diesem Steelbook. Im Gegensatz zu Teil 1, Teil 2 und den anderen Teilen. Und passt natürlich hier perfekt nicht zu der kompletten Reihe. Was sich uns Sammler extrem ärgert. Ja, wir gehen nochmal ganz kurz zurück zum Hauptschirm und bis gleich. Ja, liebe Filmfreunde, das war das D-Book zu Scream 3. Und ganz ehrlich, es passt einfach so gut wie gar nichts, bis auf die Rückseite und eventuell das Innenmotiv. Aber ansonsten die Farbgebung, das Motiv vorne drauf, es passt einfach überhaupt nicht zu der kompletten Reihe. Und das ist wirklich der größte Fail eigentlich des Jahres, ganz ehrlich. Scream 3 im 4K Steelbook, was einfach überhaupt nicht zu der kompletten Reihe passt. Ja, vielleicht gehe ich hier wirklich zu euch in die Kritik, kann ja auch gut sein, aber was sagt ihr denn zu dieser Veröffentlichung von Scream 3? Auch dieses Steelbook gibt es sogar noch bei Mediadeals zu kaufen. Amazon ist ausverkauft, denn eigentlich waren die anderen Steelbooks alle restlos schon ausverkauft, aber hier eben jetzt nicht. Warum? An was könnte das wohl liegen? Ja, schreibt gerne in den Kommentar rein, wie ihr das findet. Ein Kauflink unten in der Videobeschreibung ist mit dabei vom Mediadealer. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bleibt bis dahin schön gesund. Tschüss mit Ö und Bieb.